Willkommen zu diesem Zehnder Expertengespräch. Einfache Bedienung, Sprachsteuerung und Einsicht in die Lüftungsdaten über das Zehnder Raumklima-Dashboard. Das alles ermöglicht die Einbindung des Komfortlüftungsgerätes Comfort-RQ in die digitale Zehnderwelt. Erfahren Sie jetzt, wie dies konkret realisiert wird und wie Sie davon profitieren können. Immer mehr Produkte werden heutzutage vernetzt. Das Smart Home ist ein immer wichtigeres Kommunikationsmittel für Informationssuche, soziale Kontakte, Bedienung der Heizung, der Türklingel und so weiter. Für alles gibt es eine App nach dem Motto Alles, immer und überall verfügbar. Auch ist der Trend zum Smart Home ununterbrochen. Anwender suchen nach intelligenten Produkten, die untereinander kompatibel sind und die modernste Kommunikationssysteme benutzen, wie zum Beispiel Sprachsteuerung oder die Smart Home Integration. Themen mit zunehmender Relevanz sind auch Datenspeicherung und Analysemöglichkeiten, da Kunden immer mehr Einsicht in die verschiedenen Aspekte des Innenraumklimas erhalten möchten. Wozu eigentlich eine digitale Komfortlüftung? Sie möchten optimierte digitale Dienstleistungen anbieten oder proaktiv über Raumluftqualität informieren und unterstützen. Ihre Kunden möchten das Innenraumklima anhand einer Sprachsteuerung bedienen oder suchen nach einer einheitlichen Steuerung für alle technischen Anlagen im Haus. Sie möchten noch engere Kundenverbindung schaffen und vielleicht noch viel mehr. Mit den neuen Connectivity-Lösungen von Zehnder, die Ihnen meine Kollegen jetzt vorstellen werden, lässt sich das Raumklima noch smarter steuern. Wir beginnen mit der ersten Stufe, um das Zehnder Comfort-RQ-Lüftungsgerät in die digitale Zehnderwelt einzubinden, nämlich die Comfort-Control-App. Dafür gebe ich jetzt weiter an meinen Kollegen Peter Marten. Bitte, Peter Marten. Vielen Dank, Benedikt. Ja, lass uns zuerst anfangen, eben mit der Comfort Control App, die Basis für alle weiteren Digitalisierungen. Also die erste Frage ist, welche Komponenten braucht man zur Einbindung eines Comfort RQ? Das sind natürlich erst einmal ein Komfortlüftungsgerät, Comfort RQ selbst. Dann braucht man die Schnittstelle Comfort Connect LAN C. Das ist die zentrale Komponente zur Einbindung, die kompatibel ist mit allen verkauften Comfort-RQ seit 2016. Dann braucht man ein Heimnetzwerk, natürlich. Man braucht ein Smartphone oder ein Tablet, was ja heutzutage jeder hat. Und dazu die eher genannte Comfort Control App, die kostenlos für iOS und Android erhältlich ist. Und für die Remote-Dienstleistung, für den Fernzugriff, braucht man auch einen Internetzugang. Das Einzige, was man also zusätzlich braucht, ist wirklich die Schnittstelle. Die anderen Sachen sind entweder vorhanden oder kostenlos verfügbar. Es gibt auch Spezialfälle der digitalen Einbindung. Wenn es darum geht um KNX, ein Smart Home System, dann braucht es eine andere Schnittstelle, die wir heute nicht behandeln, aber im nächsten Gespräch schon. Und der vielleicht bekannte Service-Koffer, der auch ein Gateway enthält, fällt hier auch aus dem Rahmen, weil der nicht zur digitalen Einbindung verwendet wird, sondern zum Service vor Ort. Wie wird es nun gemacht, konkret? Die erste Stufe der Einbindung, das ist mit der Comfort Control App. Die Voraussetzung ist, dass ein Comfort RQ Gerät installiert ist. Es muss noch nicht mal in Betrieb genommen sein, aber installiert. Und dass eine Schnittstelle Comfort Connect LAN C angeschlossen ist. Typischerweise wird das ein Fachhandwerker machen, aber ein versierter Endanwender kann das auch selbst. Die Einbindung selbst wird vom Endanwender gemacht. Er verbindet die Schnittstelle mit dem Heimnetzwerk, vorzugsweise mit Kabel, wegen der hohen Zuverlässigkeit, aber auch WLAN-Möglichkeiten sind denkbar mit zusätzlichen Komponenten. Er öffnet die App und sucht nach der Schnittstelle. Innerhalb von wenigen Sekunden wird die Schnittstelle gefunden im lokalen Netzwerk.
Dann kann man einige Einstellungen in der Schnittstelle machen, zum Beispiel den Namen angeben, damit man sie erkennen kann, wenn man mehrere hat. Man kann den Fernzugriff aktivieren oder deaktivieren. Und das zusätzlich kann man das Gateway auch sichern mittels einer PIN-Zahl, damit nicht jeder, der Zugriff auf das lokale Netzwerk hat, sich automatisch auch damit verbinden kann und womöglich Einstellungen unberechtigterweise verändert. Für den Fernzugriff ist es eben wichtig, zu sorgen, dass der Fernzugriff, den man hier rechts oben sieht, auch aktiviert ist. So, nun ist schon die Comfort Control App voll funktionsfähig und ich möchte kurz darauf eingehen, welche Funktionen geboten werden. Also für den Endanwender ist es einfach ein tolles User Interface, eine tolle Bedienung, mit dem man alles machen kann, was auch mit anderen Bedienteilen oder auf dem Gerät selbst gemacht werden kann. Lüftungsstufen einstellen, Timer einstellen für Abwesenheit oder für Kochszenarien, aber auch andere tiefere Einstellungen, was Temperaturen betrifft oder das zeitweise Ausschalten eines Lüfters für Spezialfälle. Daneben haben wir einen Filterwechselassistenten eingebaut in der App, wo man genau sieht, welcher Filter wohin gehört und wie man ganz einfach einen Filterwechsel machen kann. Mit Link zum Filtershop natürlich, wenn man noch keine Filter hat. Für den Endanwender gibt es auch, wenn er so wünscht, alle technischen Details zur Anlage. Das heißt zum Beispiel alle Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten, der Zuluft, der Fortluft, der Außenluft, damit man immer einen Überblick hat, wie ist denn das Klima so ungefähr in meinem Haus. Daneben gibt es auch viele Daten, technischen Daten zu dem Gerät selbst, zu der Anlage selbst, wie zum Beispiel Lüfterdrehzahlen, etc., Spannungen der Sensoren. Das kann man alles, wenn man mag, nachschauen. Und Daten zum Energieverbrauch, aber auch zur Energieeinsparung wegen der Wärmerückgewinnung. In der App gibt es auch alle Konfigurationseinstellungen, die man auch auf dem Gerät selbst machen kann, sprich Links-Rechts-Einstellung, die ja größtenteils per Software erfolgt, oder auch die Einstellung der Luftmengen pro Lüftungsstufe. Sehr einfach einzustellen, man hat genau die richtige Übersicht, die man dazu braucht. Dann schließlich gibt es ein tolles Feature, das ist die Fernwartung für Fachhandwerker. Wenn ein Endanwender eine Frage hat zu seiner Anlage, zum Beispiel, sie macht unerwartete Geräusche oder sonst wie fällt etwas auf, so kann der Endanwender einen Code generieren in der App, diesen Code dem Fachhandwerker übermitteln und der Fachhandwerker tippt diesen Code in seiner App ein und kann vollen Zugriff auf das Gerät des Kunden erhalten. Dabei kann aus den Daten Temperaturen, Luftmengen und so weiter geschaut werden, inwieweit diese logisch zusammenpassen und so Schlussfolgerungen über eventuelle Fehler gezogen werden, ohne dass der Fachhandwerker dorthin fahren muss und entsprechend Kosten entstehen. Nun kann man sich natürlich fragen, okay, das ist schon so toll, was man da alles machen kann, wozu braucht es dann noch weitere digitale Funktionen? Ich möchte nur eins nennen, die App zeigt die Werte, die es im Moment gibt. Aber oftmals ist es auch sehr interessant zu wissen, was in der Vergangenheit passiert ist, zum Beispiel vor einem Tag oder vor einer längeren Zeit, um wirklich Analysen machen zu können und die Situation insgesamt zu verbessern. Und dazu gibt es noch etwas. Eine App ist nur ein Device, aber es gibt natürlich auch PCs und andere Devices. Und was Sie da erwartet, wenn Sie weitermachen mit der Digitalisierung bei Zehnder, das wollen wir jetzt zeigen und dazu möchte ich gerne Konstantin das Wort erteilen. Dankeschön. Besten Dank, Peter Martin. Kontrolle und darf Ihnen jetzt hier eine Einführung geben in unser Raumklima-Dashboard. Wie Peter Martin es gerade erwähnt hat, ist das unsere nächste Entwicklung und wir haben hier ein
paar sehr schöne neue Funktionen, die ich mit Ihnen teilen möchte. Gut, ich starte gleich im Raum Klima Dashboard mit der Ansicht eines Endkunden. Und ich bin in der Übersicht mit den verbundenen Geräten. Ich kann hier sehen, wir haben hier mehrere Comfort-RQ-Geräte. Wir haben auch einen 10er Fremdensensor eingebunden in unser Raumklima-Dashboard und haben hier gleich eine schnelle Übersicht über alle Geräte. Gerätenamen, Systemstatus, wann ein nächster Filter fällig wäre und wo das Gerät verbaut ist. Dann öffne ich ein solches Gerät und wechsle in die Detailansicht. Zuoberst haben wir Metadaten. Das sind Daten, die eher statisch sind, die verändern sich nicht im Laufe der Zeit. Danach haben wir das Gerät mit einer Fachhandwerkerfirma verbunden. Das wäre jetzt mein Ansprechpartner. Wenn ich als Endkunde ein Problem habe, dann kann ich hier mich direkt bei dieser Firma melden und für Fernwartung und Support anfragen. Dann sehen wir weiter unten die bekannten Symbole, die wir aus unserer Mobile-Applikation bereits kennen. Wir können das Lüftungsgerät hiermit steuern und das ist dieselbe Haptik eigentlich, wie wir das bereits kennen. Und dann bekommen wir ganz viele Gerätedaten. Diese werden hier analog auch wieder zu unserer Applikation auf den mobilen Endgeräten angezeigt. Das sind beispielsweise hier die Außenlufttemperaturen, Zulufttemperaturen, und so weiter. Wir sehen auch, dass wir hier eine letzte Aktualisierung um 12.09 Uhr hatten. Das ist vor knapp 6 Minuten war das. Und das ist der letzte Stand des Gerätes, der übermittelt wurde an die Cloud. Und was jetzt interessant wird und das Peter Martin bereits angedeutet hatte, ist Folgendes. All diese übertragenen Daten werden gespeichert. Und das sehen wir hier unten. Wir haben hier dann Zeitachsen. Was bedeutet das für uns? Wir haben wirklich einen Verlauf. Wir können in die Vergangenheit blicken. Wir sehen, wie verändert sich eben die Außenlufttemperatur im Verhältnis zur Zulufttemperatur, wenn wir das hier betrachten. Wir haben hier sehr tiefe Temperaturen. Es ist morgens noch ziemlich kühl, also 4,8 Grad. Unser Lüftungsgerät schafft aber schöne konstante 20,8 Grad. Wir sind hier im grünen Bereich. Und das ist dank des Wärmetauschers. Dann können wir das weiter auch eben vergleichen mit den Feuchtigkeiten, Außenluftfeuchtigkeit, die Zulufffeuchtigkeit, wie stark das Gerät gerade lüftet. All dies ist möglich. Beispielsweise könnte ich mich auch fragen, wenn ich in den Urlaub fahre, wie war denn die Luftfeuchtigkeit im Haus während meiner Abwesenheit? Und hier mit dem Raumklima-Dashboard bekomme ich eine Gewissheit, dass ich das eben auch mit einem Blick zurück mich vergewissern kann. Alles war gut, das Lüftungsgerät hat korrekt funktioniert und mein Haus hatte auch während meiner Abwesenheit ein gutes Innenraumklima und hat keinen Schaden genommen. Gut, dann wechseln wir weiter in die Einstellung. Hier möchte ich nur ganz kurz darauf eingehen. Wir haben gesehen, wir haben verschiedene Geräte. Es ist nicht nur ein spezifisches Produkt, sondern wir haben auch Sensoren und wir können auch den Badheizkörper, den Zehner, einbinden. Und die sind dann unter Gebäuden gespeichert. Und hier haben wir auch in den Einstellungen eine Möglichkeit, weitere Familien- oder Haushaltsmitglieder hinzuzufügen. Da kann ich hier den Benutzer auswählen. Es reicht, eine E-Mail-Adresse anzugeben, die Adresse des Gerätes anzugeben, abzuschicken und dann können wir Zugang gewähren. Gut, nun zu einem spannenden Anwendungsfall. Wir haben etwas konstruiert für unsere Präsentation hier und zwar haben wir ein Lüftungsgerät etwas speziell angeschlossen, sodass wir ein Problem haben. Der Status, den wir hier oben sehen, ist alles okay. Das heißt, alle Sensoren funktionieren so, wie sie eigentlich sollten. Und bei diesem Lüftungsgerät, wir
gehen wir jetzt gleich so ein bisschen auf Detektivarbeit. Und wir haben die Außenluft nicht ganz fest montiert. Das heißt, wir haben eine Rückkopplung in der Luft und wir, anstatt dass wir von Außenluft zuziehen, ziehen wir auch Luft aus dem Innenraum hinzu und haben somit eine Rückkopplung konstruiert. Das ist sehr schwierig festzustellen, wenn man keine Daten zur Verfügung hat, weil das Gerät an sich kann das nicht feststellen. Aber wenn wir uns hier weiter unten im Status die Außenlufttemperatur anschauen und die Zulufttemperatur, sind diese sehr, sehr nah. Weiter sehen wir, das Gerät ist in Zwolle in Holland. Die Temperaturen momentan sollten eigentlich hier in der Außenluft viel, viel geringer sein. Gut, man könnte annehmen, der Sensor sei defekt, aber das System sagt uns ja, nein, alles funktioniert so, wie es sollte. Und nun kommt die Stärke des Raumklima-Dashboards und wir gehen weiter nach unten und betrachten uns hier mal eine Tagesansicht und können dann verifizieren, dass auch das Problem in der Vergangenheit auch besteht. Und so hoffen wir, dass wir unseren Fachhandwerkern damit ein besseres Tool in die Hand geben, dass wir eben auch Fragen beantworten können, seit wann tritt dieser Fehler auf, wie wir ihn hier konstruiert haben. Wir können sehen, das besteht schon länger und es hat eine gewisse Konstanz und somit können wir dem Fehler viel schneller auf die Schliche kommen. Wie ich bereits gerade erwähnt habe, haben wir jetzt unsere Partnerfirma hier, die beispielhafte Klimakälte-Lüftung GmbH. Und ich als Endanwender möchte dieser Firma jetzt hier mein Gerät freigeben und aktiviere hierzu den Fernzugriff. Das ist einfach möglich, indem ich hier auf diesen Knopf klicke. Wir haben kurz einen Vorführeffekt. Eventuell, ich kann dazu wechseln, gehen wir hier. Ich wechsle in die Ansicht des Fachhandwerkers. Wie wir hier sehen, habe ich hier nur zwei Geräte. Ich habe jetzt hier Kunden, die mir diese Geräte zugeordnet haben. Und wenn ich die Detailansicht öffne des Lüftungsgerätes, werde ich sehen, dass wir hier nur sehr wenig Daten haben. Das ist aus den Datenschutzgründen so. Wir haben nur den Status, wann der nächste Filter gewechselt werden muss und die Adresse. Und das ist so gewollt, weil wir möchten einfach sehen, ob alles okay ist mit dem Gerät, aber nicht wirklich Detailsachen und deshalb muss immer der Kunde zuerst eine Freigabe tätigen. Gut. Das wären so diese Ansichten und kurzen Anwendungsfälle, die ich hier auf dem Dashboard zeigen konnte. Und ich würde jetzt das Wort weitergeben an meinen Kollegen Ercan. Allerbesten Dank, Konstantin. War ein sehr spannendes Thema. Mit einem spannenden Thema machen wir jetzt auch weiter. Das ist die Sprachsteuerung. Und ich möchte die nächsten Minuten dafür nutzen, Ihnen das Thema näher zu bringen. Meine Kollegen haben Ihnen zwei Möglichkeiten aufgezeigt, wie Sie heute schon mit den Geräten interagieren können. Raumklima-Dashboard, aber auch das Mobile-App stehen natürlich auch Ihrem Kunden, sprich dem Endkunden, zur Verfügung. Ganz speziell diesem Kundensegment bieten wir mit der Sprachsteuerung eine weitere Möglichkeit an, einfach und komfortabel mit den 10er-Geräten zu interagieren. Welche Geräte werden heute Stand der Dinge unterstützt? Das ist einerseits der Comfort-Lüftungsgerät Comfort-RQ und das Comfort-Wärmegerät Xenia, welche Sie heute schon per Sprachsteuerung unterstützen können. Mit Google Assistant und Alexa unterstützen wir zwei namhafte Sprachassistenzsysteme, die unsere Kunden, Ihre Kunden nutzen können. Nachdem Sie nun eine Übersicht haben, welche Geräte Sie per Sprachsteuerung nutzen können und welche Sprachassistenzsysteme Ihre Kunden nutzen können, möchte ich auf die Sprachbefehle selber eingehen. Bei den Sprachbefehlen unterscheiden wir zwischen gerätespezifische Sprachbefehle und Szenen. Fangen wir einfach an und gehen mal auf die Sprachbefehle für den Comfort-RQ ein.
Bei der ConfIQ können Sie heute per Sprachbefehl drei Funktionen ändern. Erstens die Lüftungsstufe ändern. Zweitens den Party-Modus aktivieren bzw. zu deaktivieren. Und als nächstes auch den Abwesenheitsmodus zu deaktivieren bzw. zu aktivieren. Wie gesagt, das sind gerätespezifische Sprachbefehle. Darüber hinaus bieten wir sogenannte Szenen an. Szenen sind geräteübergreifende Sprachbefehle. Das bedeutet ganz konkret, über einen einfachen Sprachbefehl kann ich mehrere Geräte in einem Verbund steuern. Unterstützte Szenen heute sind Away, Home, Cooking, Party und Shower. Damit Sie aber eine bessere Vorstellung bekommen, was genau ein Szenensprachbefehl ist, lassen wir uns das doch gemeinsam an dem Beispiel Shower, Dusche näher anschauen. Wenn ich nun diesen Sprachbefehl Duschen aktiviere, dann sende ich zur selben Zeit jeweils einen Befehl an ComfortRQ und Xenia. Ganz konkret bedeutet das, beim ComfortRQ schalten wir die Lüftungsstufe auf maximal, und beim Xenia wird der Handtuchwärmer eingeschaltet. So können Sie eigentlich relativ einfach durch einen einfachen Sprachbefehl das Szenario aktivieren, was für Sie in dem Moment sehr wichtig ist. So, damit Sie aber noch besser verstehen, wie eigentlich Sprachsteuerung in Aktion ausschaut, da würden wir Ihnen gerne mal einen kleinen kurzen Video präsentieren wollen. Konstantin, ich darf dich bitten, den Show zu beginnen. Besten Dank, Ercan. Ich übernehme das kurz. Und hinter mir sehen Sie das Komfortlüftungsgerät ComfortRQ von Xenia. Neu haben wir dieses ausgestattet mit Sprachbefehlen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen bequem auf Ihrem Sofa zu Hause, möchten das Lüftungsgerät fernsteuern. Das Smartphone ist gerade außer Reichweite. Was bleibt uns nun? Genau, Sprachbefehle. Alexa, aktiviere Leistungsstufe Party am Lüftungsgerät. Okay. Wir haben ein transparentes Lüftungsrohr angebracht und werden gleich etwas Aktivität darin sehen. Alexa, aktiviere Leistungsstufe Abwesen am Lüftungsgerät. Okay. So einfach kann es sein, Ihr Lüftungsgerät fernzusteuern. Danke, Konstantin, für das Demo. Ich denke, das gibt auch ein schönes Beispiel, in welchem Kontext man das wirklich nutzen kann. Ich hoffe, dass es uns gelungen ist, in der kurzen Zeit Ihnen die Sprachsteuerungswelt von Xenia näher zu bringen. Als nächstes möchte ich wieder das Wort an Konstantin geben, um Ihnen aufzuzeigen, wie Sie dann eigentlich an die Funktionen drankommen. Okay. Besten Dank, Ercan. Das Raumklima-Dashboard und die Sprachsteuerung sind aktuell als Beta-Programm bei Xenia im Programm. Und das bedeutet, wir haben diese zwei Lösungen noch nicht offiziell lanciert, aber für interessierte Kunden stehen sie bereits zur Verfügung. Was Sie dazu benötigen, ist ein Komfortlüftungsgerät ComfortRQ, eine Schnittstelle ComfortConnect LAN C und ein Smartphone. Danach können Sie mit Name und E-Mail sich registrieren und das Gerät an das Raumklima-Dashboard und dann eben auch an die Sprachsteuerung anschließen. Möchten Sie teilnehmen, können Sie gerne den platzierten Link auf unserer Landingpage verwenden, sich dort registrieren. Die Dokumentation dazu finden Sie auch dort oder kontaktieren Sie einfach Ihren Außendienstmitarbeiter von Xenia. Gut, dann darf ich das Wort weitergeben an Benedikt und wir können zu den Fragen im Chat gehen. Vielen Dank, Konstantin.
Ja, wir kommen nun zu den Fragen. Sie können gerne Ihre Fragen jetzt im Chat stellen. Wir würden sie sehr gerne beantworten. In der Zwischenzeit könntest du uns, Konstantin, nochmal im Raumklimadashboard zeigen, wo und wie man als Fachhandwerker sehen kann, wann die Filter beim Kunden ausgetauscht werden müssen. Und in deiner Geräteliste gab es auch einen Sensor zu sehen. Wie kann man denn so einen Sensor anmelden im Raumklimadashboard? Gut, ich wechsle hier kurz in die Ansicht. Ich gehe die Fragen rückwärts hindurch. Wir sind jetzt als Endkunde hier angemeldet. Wie man sehen kann, wir haben auch fremde Geräte eingebunden. Das ist ein Sensor, ein NetAtmo-Sensor, und den haben wir über Schnittstellen in unsere Cloud integriert. Und das ist mit so einem genannten Account-Linking einfach zu machen. Genauer dazu werden wir dann im nächsten Talk noch darauf eingehen. Und das bietet uns eben die Möglichkeit, eben auch raumspezifische Sensoren hier auf unserem Dashboard anzuzeigen. Und auf die Frage mit den Filtern eines Fachhandwerkers wechsle ich die Ansicht. Wir haben hier diese zwei Geräte von unseren Kunden und wir sehen hier auf dieser Spalte, wann die nächste Filter gewechselt werden muss. Beim unteren Gerät in 20 Tagen, also sollten wir vielleicht diesen Kunden mal kontaktieren, dass er die Filter nachbestellt und wechselt. Das ist eigentlich sehr einfach und übersichtlich hier. Vielen Dank. Eine weitere Frage, die gerade gestellt wurde, lautet, ist die Anzahl der Geräte im Dashboard begrenzt oder beliebig viele? Eine sehr gute Frage. Die Geräteanzahl ist nicht begrenzt. Also man kann beliebig viele Geräte, wie man vielleicht auch vorhin bereits gesehen hat. Ich habe schon eine rechte Anzahl gehabt. Die kann man einfach hinzufügen. Wir haben da kein Limit gesetzt. Vielleicht darf ich etwas hinzufügen. In der App hat es auch schon Kunden gegeben, die viele Geräte verbinden. Und da gibt es eine gewisse Beschränkung, weil der Bildschirm einfach zu klein ist. Aber das Dashboard wird voll darauf optimiert sein, dass man eben so viele Geräte, wie man möchte, verwalten kann und in Zukunft auch filtern kann nach dem Status und so weiter. Vielen Dank. Ich schaue gerade, ob noch Fragen reinkommen. Ich sehe, es schreibt gerade noch jemand. Wenn es dann keine weiteren Fragen mehr gibt, würde ich zusammen mit meinen Kollegen möchten wir uns gern ganz herzlich bedanken für Ihre Teilnahme und für die Fragen. Ich glaube, es kommt doch noch eine Frage rein. Nee, ist keine Frage, ist ein Feedback. Vielen Dank. Und wir möchten Sie auch nochmal darauf hinweisen, dass morgen Mittwoch das nächste Expertengespräch zum Thema Connectivity stattfinden wird, und zwar mit dem Highlight Comfort-RQ, Smart Home und 10. IoT Cloud im Detail. Sollten Sie noch nicht angemeldet sein, können Sie das noch gerne tun, und zwar auf der 10. Pure Living Seite. Vielen Dank. Wir hoffen, Sie bald gerne wieder begrüßen zu dürfen.